Okay, pass auf, Da Vinci hat ein Video gemacht. Da Vinci hat ein sehr ausführliches Video gemacht. Zu Z-Max und seine Freundin machen sich lächerlich. Es wurde in der Meinungsblogger-Gruppe reingeschickt, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist, das Video. Also, in der Meinungsblogger-Gruppe wurde geschrieben, dass das Video nicht so krass war. Ja, deswegen bin ich jetzt gespannt. Also, dass viele Vermutungen hier einfach geäußert wurden. Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es Let's um Z-Max, Z-Max oder wie auch immer man den Typen ausspricht. Z-Max. Mir ist das eigentlich wirklich scheißegal, denn ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Ohne Scheiß, Toni wird sich wieder freuen, wenn ich jedes Mal hier stoppen muss, weil irgendeine Nerdin reinflattert. Fuck you! Durch sehr fragwürdige Dinge auf YouTube auch bekannt geworden. Er hat über 600.000 Abonnenten. Junge, der Übergang ist so geil. Ey, also jetzt nicht der Übergang von den Haaren, sondern der Schnitt. Guckt euch das mal an. Guckt euch diesen Schnitt an. Also er zoomt rein, dann kommt einfach das nächste Bild. Da zoomt er einfach wieder rein. Also so... Keine Ahnung, man ist so nullflüssig, versteht ihr, was ich meine? Bekannt geworden, er hat über 600.000 Abonnenten auf YouTube erreichen können, ist mit dem Fortnite-Hype relativ schnell groß geworden und anstatt das halt wirklich zu schätzen zu wissen, hat er eine dämliche Aktion nach dem anderen gemacht, um noch größer zu werden. Leider Gottes hat das auch funktioniert, denn viele haben natürlich das Ganze auch kritisiert, auch vollkommen zu Recht. Er hat Leute mit Hundescheiße kürzlich beworfen, er hat komische Aktionen. Stimmt ja gar nicht ganz so sehr. Der hat ja nicht Leute mit Hundescheiße beworfen, sondern der hat den Bus mit Hundescheiße beworfen, was natürlich nicht besser ist. Aber er hat immerhin gesagt, er hat nicht die Person getroffen. Aber ich verstehe nicht, warum der in dem Video gesagt hat, ich habe ihn getroffen ich habe den Fahrradfahrer getroffen. Der wollte ja irgendwie den Fahrradfahrer abschießen, hat dann gesagt, er hat ihn getroffen. Umgebracht, zum Beispiel ein Video gedreht, wo er angeblich mit einem todkranken Fan Fortnite gezockt hat, der dann an Corona in diesem Video vermeintlich gestorben ist. Das war natürlich alles gefaked und ekliger Clickbait, auch gerade mit so einer Pandemie. Der Hund, also wirklich, der begleitet Da Vinci jetzt schon seit bestimmt 4 Jahren oder so auf YouTube. Und er ist immer noch in jedem Video dabei, ja, von Family Guy, der Hund. Oder so einer schlimmen Krankheit wie Corona sollte man sowieso kein Clickbait betreiben. Aber das Ganze hat er getan, auch sehr erfolgreich, leider Gottes. Und auch bis heute glauben ihn auch größere YouTuber hier und da sogar solche Videos mit seiner Freundin jetzt, wo er ja vermeintlich sich getrennt hatte und in Tränen aufgelöst war. Jeder, der bis zur Ecke denken konnte, hat sich allerdings auch wirklich nach so Leuten wie Miguel Pablo und Co. denken können, dass das Ganze gefaked war. Und ich fand das schon ziemlich enttäuschend, dass da einige wirklich das Ganze auch geglaubt haben. Also ich muss die Leute echt kritisieren, die das geglaubt hatten. Das ist wirklich unfassbar, denn es ist... Ja, aber das bedeutet doch nicht, dass da nichts vorgefallen... Also sagt jetzt Da Vinci sozusagen, das Ganze war auf jeden Fall gefaked, obwohl wir gar nicht wissen, ob es gefaked war, weil... Also, Z-Max hat ja in seinem Video gesagt, dass es nicht gefaked ist. Genauso hat es auch die Mutter gesagt. Und auch die Freundin, oder beziehungsweise Ellie hat es ja auch gesagt, dass es nicht gefaked ist. Er sagt jetzt, dass es auf jeden Fall gefaked war. Und kritisiert jetzt, dass es Menschen gibt, die ihm geglaubt haben. Alright. Wie es natürlich auch so deutlich schon war, nie zu einer richtigen Trennung, glaube ich, gekommen. Also so weit muss man wirklich denken können. Das Ganze, was dort jetzt inszeniert wurde, war natürlich für die Klicks und ich glaube denen kein Wort. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dieses neue Video, wo die beiden natürlich jetzt auch wieder im Urlaub sind nach der Trennung, natürlich gleich muss man wieder verreisen. Das wirkt alles sehr unglaubwürdig und wirkt natürlich wie ein riesiger Promo-Move. Und wer das jetzt nicht hinterfragt, den muss ich hier hinterfragen. Leider Gottes hat das neueste Video fast 40.000 Likes, aber auch immerhin 25.000 Dislikes fast. Und das ist immerhin schon mal ein Zeichen, dass zumindest einige auch der Meinung sind, dass das alles nur noch Fake und Blödsinn ist, was der Typ dort erzählt. Wollte nicht Z-Max auch... Aber der weiß doch gar nicht, ob das Fake ist. Also ich meine, natürlich kann es sein, dass das Ganze inszeniert ist, damit er viele Klicks bekommt. Also ich dachte mir auch so, wenn die jetzt wieder zusammen sind, ich weiß nicht, ob da alles richtig ist, was da abgelaufen ist. Aber er setzt das jetzt so raus, dass es ein Fake-Ding war, um Klicks zu ziehen. Also ich meine, das weiß man doch gar nicht. Also da haben wir gar keine Ahnung. Ja, Johnny, grüß dich, Bruder. Das finde ich jetzt gerade echt ein bisschen komisch. Das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Eine längere Pause jetzt einlegen, einige Monate nichts mehr hochladen. Das hat ja anscheinend nicht so wirklich geklappt. Z-Max hat gesagt, vielleicht ist er eine Woche, einen Monat inaktiv oder ein paar Tage inaktiv. Der hat aber nicht gesagt, ich bin jetzt mehrere Monate inaktiv und danach komme ich wieder. Also ich will mich jetzt nicht zu 100% festlegen, aber ich glaube, ich bin mir sicher, ja, dass Z-Max nicht gesagt hat, ich bin jetzt mehrere Monate inaktiv. Bin ich mir relativ sicher.
klappt. Und man muss wirklich sagen, es ist wirklich erbärmlich, wie das Ganze natürlich auch funktioniert hat. Auf YouTube lieben die Leute Dramen und es passiert ja auch gerade nicht so viel in der Corona-Zeit. Von daher ist es natürlich auch interessant gewesen, so ein Drama, eine Beziehung, die gescheitert ist, eine vermeintliche Fremdgehaktion und das Ganze öffentlich. Das hat ja auch schon damals bei Sarah Lombardi und Pedro Lombardi prima geklappt. Da hat auch das ganze Land drüber sich das Maul zerrissen und es war natürlich auch mega spannend, darüber zu berichten. Aber das war natürlich damals eine echte Geschichte und diesmal ist es ein Fake gewesen und das war auch relativ offensichtlich, denn wer macht denn ein Liebesvideo, um sich dann zu trennen und... Wer macht denn ein Video? Also ich meine, ich weiß nicht, ob das Fake ist oder ob das real ist, ne? Das wissen nur die beiden. Aber ich meine, wer macht denn ein Video, in dem er seine Freundin bezeichnet als sonst irgendwas, die gerade fremdgegangen ist, ja, und zeigt noch Bilder davon, damit sie dann richtig am Arsch ist. Also ich meine, die war schon davor mega am Arsch, aber weißt du, wir wissen es halt nicht und er sagt jetzt so, naja, also ist ja offensichtlich auch Fake gewesen, ist ja ganz offensichtlich. Und wir wissen bis jetzt nicht, ob es Fake ist oder nicht, weißt du? Ey, feier ich das Todes. Einen vermeintlichen Betrug dann auch in einem YouTube-Video preiszugeben, um dann wieder in den nächsten Urlaub zu fliegen, die ja jetzt sind. Die sind ja an einem anderen Ort, an einem anderen Land auch. Und das wird ja auch alles so ein bisschen angeteasert und wird schon wieder fleißig die Werbetrommel gerührt, um die nächsten Videos auch zu machen. Sie ist auch ziemlich unsympathisch, finde ich, in diesem Video mal wieder. Also wirklich sympathisch ist sie nicht. Sie weiß allerdings auch... Also da gebe ich ihm recht, sympathisch ist sie wirklich in dem Video nicht so gewesen. Auch wie das anscheinend funktioniert und er auch, denn massig Klicks bringt es natürlich. Dieses Video wird einige tausend Euro wieder eingebracht haben, denn der CPM wird bei ihm relativ hoch sein. Er kommt ja aus dem Gaming und gerade solche Videos laufen halt klicktechnisch auch recht gut. Hä? Und er weiß auf jeden Fall, wie man... Warte, einen Moment. C-Max macht doch jetzt schon seit längerer Zeit Vlogs und keine Fortnite-Videos. Und seine Videos sind doch nicht mehr unter Gaming gezeichnet. Gaming hat einen winzigen CPM, nee. Paul Media hat's nicht. Gaming hat einen relativ hohen CPM, muss man sagen. Warte mal, aber der macht doch schon länger jetzt kein Gaming mehr, oder? Oder liege ich da falsch? ...eingebracht haben, denn der CPM wird bei ihm relativ hoch sein. Er kommt ja aus dem Gaming und gerade solche Videos laufen halt klicktechnisch auch recht gut. Und er weiß auf jeden Fall, wie man Reichweite gewinnt. Das muss man ihm lassen. Fast 700.000 Klicks jetzt innerhalb von knapp 2 Tagen und das wird natürlich noch weiter steigen und ich denke mal, das wird mehrere tausend Euro eingebracht haben, das Video. Und ich glaube, ihm ist mittlerweile alles egal. Für Geld macht er, glaube ich, relativ viel. Ich habe keine großartig gute Meinung. Ihr merkt das schon, auch die Freundin ist mir maximal unsympathisch und die wirken auch sehr dämlich. Das einzige Schlaue, was er dort gesagt hat, dass halt Streitigkeiten in jede Beziehung dazugehören und das ist auch normal. Also nehmen wir jetzt mal an, das hätte gestimmt. Ja, Toni, bitte. Wäre das auch vollkommen legitim gewesen. Ich glaube, in dem Alter trennen sich viele mal über Nacht und vertragen sich dann wieder, weil sie dann irgendwie ja, die Hormone nicht unter Kontrolle haben oder vielleicht noch nicht so routiniert sind und auch im Alter kann das mal zu Kurzschlussaktionen kommen und ja auch zu einer Trennung nach einem Saufabend oder nach irgendwelchen komischen Streitigkeiten, aber meistens ist das ja am nächsten Tag oder innerhalb von 1-2 Wochen wieder geklärt, ja. Wenn man sich dann... Was ist das hier, wie, also jetzt mal ohne Scheiß. Also jetzt mal komplett for real, was ist das für ein Video? War wirklich, was ist das für ein Video? Ja, also ist halt offensichtlich fake gewesen. Ich kritisiere jeden, der gemeint hat, dass der das glaubt. Und ja, jeder hatte ja mal so kleine Streitigkeiten und kleine, keine Ahnung, so dass man mal nach dem Saufabend mal Schluss gemacht hat, danach halt wieder zusammengekommen ist, ist halt alles entspannt. Und jetzt ist halt, ich weiß nicht, was dazu sagen halt. Aber ja, jetzt ist es halt so, dass die ja wieder zusammen sind und das ja offensichtlich fake ist. Und ich sag jetzt noch einfach 4 Minuten nochmal irrelevantes Zeug. Also ist ja wirklich gerade eben nochmal 4 Minuten irrelevantes Zeug. Ich weiß nicht, was er jetzt noch sagen möchte, um auf die 8 Minuten zu kommen. Also das Video, muss ich wirklich sagen, ist halt einfach echt absolut todesinhaltslos. Extrem inhaltslos. Ich dachte, meine Videos sind schon inhaltslos, aber das Ding ist todesinhaltslos. Wirklich liebt und so war das jetzt, wenn man es glauben wollen würde. Wird noch besser, okay. Auch, er legt auch die Hand dafür ins Feuer, dass sie nicht fremdgegangen ist und sie und er sind jetzt wohl
wohl wieder verliebt nach deren Äußerung. Ich glaube das, wie gesagt, alles überhaupt nicht. Das ist eine riesige Promo-Nummer und ziemlich lächerlich, dass das auch fast 40.000 Leute liken. Aber wie gesagt... Weißt du, das Ding ist, er stellt das als Fakt hin, dass das Ding im Promo-Move war. Ey, das ist so geil. Ey, wirklich, ohne Scheiß. Ey, das kann man jetzt nur genießen. Am frühen Morgen, Real Talk jetzt. 10.22 Uhr ist das Video zum Genießen. Real Talk. Viele können sich vielleicht reinversetzen, sind vielleicht selber in dem Alter von seiner Fanbase und sagen, Mensch, ich habe mich auch neulich von meiner Freundin getrennt und am nächsten Tag waren wir wieder zusammen. Das mag heutzutage oder auch normalerweise ja öfters mal vorkommen. Auch gerade in dem Alter ist ja nichts Verwerfliches, aber es ist halt irgendwie schon offen. Ja, der sagt jetzt 10-mal, ja. Der sagt jetzt 10-mal, ja, also in ihrem Alter, ne, das ist ja nichts Verwerfliches. Aber es ist halt schon ein Promomove. Aber es ist ja eigentlich nichts Verwerfliches in dem Alter. Aber es ist ja auch ein Promomove. Aber es ist ja auch nichts Verwerfliches. Versteht ihr? Also auch ein Promomove, ja? Was ist es denn jetzt? Ist es jetzt verwerflich? Oder ist es nicht verwerflich? Oder ist es jetzt gerade ein Promomove und deshalb verwerflich? Ich verstehe es nicht. Offensichtlich, dass er halt auch damit spielt und dass beide natürlich auch für Klicks relativ viel machen. Auch jetzt diese Tattoo-Aktion. Beide wollen sich ja das Gesicht des anderen tätowieren lassen. Und das sorgt natürlich auch massig für. Was? Nee, oder? Nee, das wollen die nicht machen. Wann hat er denn das gesagt? Hat er das gesagt, dass die das Gesicht tätowieren lassen wollen? Also nicht, ihr versteht schon, das Gesicht von dem anderen. Wirklich? Nach der Aktion? Also da muss es ja wirklich ein Probe-Move gewesen sein, wenn man dann noch das machen möchte, ja? Okay, also das, also dann... Dann kann es nur, also dann würde ich Da Vinci sogar in seiner Meinung bestärken. Dann würde ich auch sagen, ist ein Probe-Move, weil nach so einer Aktion das Gesicht des Partners, des gerade neu dazugekommenen Partners tätowieren zu lassen, das wäre extrem dumm, ja. Klicks. Lol. Kann natürlich auch sein, dass die sich jetzt irgendwo ein Henna-Tattoo machen lassen, dass das irgendwie für ein, zwei Wochen dann nach einem Tattoo aussieht, die das dann so hinstellen, ja, wir haben uns gegenseitig die Gesichter tätowieren lassen, unter Anführungsstrichen, das als riesige Promo-Aktion okay. Wieder machen. Ich habe ja das Video von Kronifor noch nicht gesehen, deswegen Friedrich, weiß ich noch nicht. Und dann Zeichen der Liebe. Weint er dann wieder und sagt, Mensch, oh Gott, jetzt habe ich das Tattoo sogar von meiner großen Liebe auf dem Arm und sie ja auch und beide lassen sich das dann wegmachen, ja, weil Henna-Tattoo geht ja von alleine weg und die lassen sich das dann wegmachen, professionell finden wahrscheinlich noch einen Idioten, der das dann auch noch so hinstellt, als wäre das wirklich weggelasert worden, ja, es gibt ja auch dubiose Leute, die machen alles für ein bisschen Reichweite und so könnte ich das mir die nächsten Wochen weiterdenken, das würde natürlich auch wieder massig für Reichweite sorgen, alleine das Tattoo würde massig Klicks bringen, dann halt wieder der Streit. Er weiß doch gar nicht, ob das passiert. Also, weil es sind jetzt wieder so Sachen, so, wie komme ich, also jetzt mal, das ist gerade meine Vermutung. Das sind jetzt so Sachen, wie komme ich jetzt auf 8 Minuten in diesem Video? 3 Minuten meine Meinung über das Video erzählen, 3 Minuten irgendwelche Vermutungen für die Zukunft äußern, dass die sich ein Tattoo dann stechen lassen, beziehungsweise wird das dann in Henna-Tattoo, ich wollte gerade sagen Hentai-Tattoo. Nee, ein Henna-Tattoo. Dann werden sie sich noch einen Idioten besorgen, der sagt, dass es auf jeden Fall real ist. Und dann machen die sie da weg. Und das, dann sind nochmal 3-4 Minuten weg. Und zum Schluss sagt er nochmal irgendwas. Ich habe keine Ahnung was. Jetzt, ich bin ja gespannt. Neue Klicks bringen und dann halt das Tattoo wegmachen. Dann wieder zusammenkommen. Also das könnten die ja die nächsten Jahre so weitermachen. Miguel Pablo hat das ja auch einige Jahre recht erfolgreich gemacht, mit solchen Methoden seinen Kanal hochzuziehen. Aber ob das auf Dauer dann die richtige Art und Weise ist, sich eine Reichweite aufzubauen, eine Fanbase aufzubauen, das hinterfrage ich ganz klar, ich würde keinem dazu raten, sich so die Reichweite aufzubauen. Sicherlich hat er einige Fans, leider Gottes, also 40.000 Likes finde ich schon eine ganze Menge. Ich weiß nicht, was das für Leute sind, aber krass, ich habe es auch unter meinen Videos und auch beim Stream bemerkt, dass viele gegen mich geschossen haben, weil ich halt ehrlich meine Meinung gesagt habe. Und ich hinterfrage euch, also wenn ihr einem Miguel Pablo das nicht mehr geglaubt habt, warum glaubt ihr ihm denn das Ganze? Das ist doch relativ offensichtlich, dass die beiden euch da verarschen und lasst euch nicht verarschen von euren Lieblings-YouTubern. Ihr könnt gerne Leute sympathisch... Ey, warte ganz kurz, ich muss es nochmal... Also Da Vinci hat vor einem 1,5 Jahr oder vor 2,5 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das schon wieder her ist, hat er gesagt, er möchte später mal Videos machen wie Simplicissimus. Er möchte einfach seinen Schnitt verbessern, der möchte geilere Videos machen. Der hat jetzt in diesem ganzen Video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bilder eingeblendet. In 8 Minuten hat er 11 Bilder eingeblendet. Und diese Bilder sind einfach nur mit einem Frame, werden die nur ganz kurz rangezoomt. Es ist krass. Also das ist, also wirklich, das ist Simplicissimus. Also wenn ich das vergleiche, muss ich sagen,
ist Da Vinci tatsächlich sogar noch vor Simplicissimus. Also, wirklich, Simplicissimus kann auch in meinen Augen einfach einpacken gehen. Ich dachte wirklich, ich habe jetzt sehr lange seine Videos nicht mehr angeguckt, weil mich auch dieses Zeug nicht ganz so interessiert hat. Aber jetzt gucke ich mir gerade so ein Video an. Es ist ja genau wie früher. Also nur, dass das halt noch inhaltslos ist. Also hier wird halt kein Inhalt erzählt. So, ich habe jetzt aus dem Video nichts mitbekommen. Das Einzige, was mir jetzt noch im Kopf geblieben ist, ist, dass sie sich ihre Gesichter tätowieren lassen wollen. Finden oder euch da empathisch reinversetzen. Oder mit Leuten mitfühlen, wenn es denen schlecht geht, aber glaubt denen nicht alles, denn dass der auf Knopfdruck auch heulen kann, das hat man ja auch relativ deutlich gesehen bei dem Video. Und dass der wirklich so verzweifelt war. Ja, er sollte seine eigene Meinung nicht als Fakt darstellen, das stimmt. Dann nehme ich dem halt überhaupt nicht ab, weil der halt einfach ein Profi ist und der ganz genau weiß, wie man Klicks auf YouTube generiert, auch wenn er erst 20 ist. Ist er da, muss man ihm lassen, man muss ja auch nochmal was Positives sagen, sehr ausgebufft und sehr clever, dann es funktioniert. Er macht Millionen von Klicks im Monat und das bringt natürlich auch reichlich Geld am Ende. Jetzt wird man sehen, wie es die nächsten Wochen und Monate weitergeht. Ich werde das natürlich für euch hier weiter kommentieren und auch auseinandernehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr noch ein Abo dalassen würdet. Wir sehen uns dann morgen oder übermorgen wieder auf dem Kanal. Ich bin jetzt hier auch wieder aktiv am Start und dann sehen wir uns. Bis dann und ciao, ciao. Ja, es war ein brutal gutes Video. Also das war wirklich ein sehr gutes Video. Ich denke, auch hier wird er extrem viel Zuspruch noch in Zukunft bekommen, weil das Video echt mega gut ist. Hier schreibt jemand, Junge, Junge, also das ist ja mal ein unfassbar dummes und schlechtes Video. KuhnTV hat das in seine Reaction schon auseinandergenommen. Achso, KuhnTV hat auch schon drauf reagiert. Dem brauche ich echt nichts mehr hinzufügen. Allein schon, dass du einfach sagst, dass es fake ist, wobei alles dafür spricht, dass es real ist und dann einfach keine Belege oder Argumente bringst. Wie dämlich ist das bitte? Das wirkt, als hättest du einfach nur den Titel und Thumbnail gesehen und weil es Z-Max ist, bist du direkt der Meinung, dass es fake ist. Setz dich doch mal mit den Videos und den Aussagen auseinander und denk wenig nach. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich stimme Linkwit hier ein bisschen zu, weil wenn wir jetzt mal wirklich Real Talk sprechen, ist das Video halt echt brutal schlecht gewesen zu Z-Max, weil hier wurde kein Beleg gezeigt. Hier wurden gerade 11 random Bilder eingeblendet, die gar nichts damit wirklich zu tun haben. Dann kommt noch Brian von den Griffins. Dann kommt noch Brian von den Griffins und keine Ahnung, trinkt irgendeinen Cocktail. Ich weiß nicht, was soll ich dazu sagen, ja? Ich fand's stark. Also, er sagt immer das Gleiche und der Schnitt ist kacke, aber er sagt immer Würde und könnte, von daher eigentlich legitim. Nee, Underwater hat er ja nicht gesagt. Der hat hier gesagt, dass es ein Probe-Move ist, tatsächlich. Und King Mix...